Münzen brauchen wir auch nicht. Das Schatzfoto haben wir gelöst. Nö. So, dann machen wir wieder die alte Ordnung. Du kommst nach da, du kommst nach oben. Du kommst nach rechts, so war das. Nachdem ich das umsortiert habe. Oh, oh. Karte des Versuchsgeländes. Ja gut. Partyraum, wisst ihr? Das ist jetzt nicht mehr so spektakulär. Warum ist denn da so ein Geld? Ach, zum Speichern? Das ist das Speichersymbol? Das S? Safe, ja, wahrscheinlich. Aber Moment, ich überlege gerade. Wir tauschen mal ganz kurz den Granatenwerfer aus, weil da haben wir eh kaum Munition für. Nehmen wir mal lieber doch jetzt erstmal den Brenner mit. Brenner. Und Brennerkraftstoff. Ich meine, guckt euch mal die Munition an. So, speichern wir. Und, ja. Wir haben zwei Frauen zu retten, würde ich mal sagen. In der Theorie zumindest. Ich hol die Kurbel. Boah, wie lange haben wir die jetzt schon dabei, ey? Also hier drin. Kurbel. Ich sag, wenn man nicht mehr speichern kann, dann fehlt einem das Gefühl. Und jetzt einfach speichern zu können, ist so... ah, erleichternd. Beglückend. Okay. Nicht runterbrechen. Ich komme mir. Mia, ich komme und rette dich. Gut. Orientierung. Ist das das Gewächshaus, oder? Da haben wir doch hier die Frau unserer Träume kennengelernt. Bist du schwanger? Nein, nein, die Insekten, die kommen nur so zufällig aus mir raus. Bootshaus. Kleiner Umweg, warum auch immer. Ich vertraue mal meinem Glück. Brennstoff, flüssige Chemikalie, Blindmunition. Okay. Ich glaube, damit überschrapaziere ich mein Glück, oder? Ja. Noch mehr. Wir haben nicht umsonst 37, also so viel Munition gefunden. Im Leben nicht. Hat sich gerade angehört wie ein Ticken. Zweimal flüssiges... können wir die nicht stapeln? Können wir die nicht stapeln? Machen wir so einmal auf jeden Fall. Die zweite Chemikalie heben wir uns auf. Da können wir entscheiden, Munition oder nochmal Heilung. Tschö. 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 Ja, die ist aber sehr großzügig mit Speicherständen, oder? Hier. Schusssichere Weste, nimm sie! Haut. Flintenmunition, was ist denn los? Herausfordernd war es raus jetzt wirklich nicht. Granaten.
Pillen, Schießpulver. Pistolen, Munition, Pistolen. Er kann keine Flintenmunition herstellen. Ich vertraue dem Granatenwerfer. Irgendwie habe ich das Gefühl, als würde der uns noch retten können. Ah, die Tabletten, die Pillen, die. Ich weiß nicht, ich finde die jetzt nicht so sinnvoll bis jetzt, dass wir irgendwie mehr sehen können. Nee, brauche ich nicht unbedingt. Ja, willkommen im Bootshaus. Oh. Ohne Spaß, irgendwas stimmt hier nicht. Welcher doch nicht nochmal? Doch, doch, bitte, lasst mich. Ah, okay. Ende, ich sehe es schon, wir sind auch infiziert, alle sind infiziert, alle laufen wieder und sabbern durch die Gegend. Dir schon. Wäre zu schön für ein Happy End, oder? Ich bin raus. Mia. Seht ihr das da? Seht ihr das? Bis gleich. Ich wäre zuerst zur Zoe gegangen. Oh oh. Zoe? Zoe, ich. Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Nö. Nö. Oh, wie doof. Die holen. Tut mir leid. Die Kiste war so schön da unten. Ich dachte, ich darf die mal benutzen. So leihweise. Wie doof. Ja, ich weiß, die Kamera ist aus, aber tut euch auch mal gut ohne mich. So, Kopf. Arm. Was machst du da? Bin gleich wieder da. Vor allem Mia losschneiden und die gefesselt lassen, ist auch nett. Mia losschneiden. Ich hätte einen Teufel getan, die loszuschneiden, bis die irgendwie das Serum im Körper hatte. Beeil dich. Gib mir die Materialien fürs Serum. Ja, das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Ja, ich würde sagen, wir lassen Mia hier. Hey, eins davon ist meins. What the... Deinen Arsch zurück ins Haus! Auf dich kümmere ich mich später! Okay, das ist echt übel. Es ist schlimm genug, dass du meine Tochter wegnimmst. Jetzt verschwörst du dich nicht. Ich meine Beine, Fleisch und... Das ist Jack, ne? Das ist 100% Jack. Das nervt langsam, Jack. Yep. Ich muss sagen... Was? Junge! Was machst du? Bist du verrückt? Die hab ich gar nicht dabei! Ist mir egal, Jack, mach was du willst. Deine Brille ist weg. Darf ich die haben?
Warum nur Brennstoff, wenn ich den nicht dabei hab? Dann ess doch was. Ihr habt doch genug Fleisch im Haus. Autsch. Ja, die ist weg. Also gut, ich ist jetzt auch so ein komisches Quarkding wie du. Alter Schwede, geh hier runter, Mann. Nur für geladene Gäste. Ja, Jack, du bist echt... Töten? Das tut... Nein, ist sie tot? Oh, es tut mir leid, Jack. Diese Schönheit. Alter, irre. Ja, da hast du wahrscheinlich recht, aber ist mir egal. Wow. Hi, Jack. Ah, der sieht schon nicht mehr ganz so gut aus. Du bist ein Quarkball, der zu lange im Ofen war und da rumkrabbelt. Wer ist jetzt arme Ding, hä? Guck mal. Hier, Junge. Ich mach gleich hier einen Jump runter mit meinem Messer, ja? Okay, jetzt werd ich übermütig. Da fehlt ein Auge oder so. Wow! Das war jetzt unfair. Nein! Ja, hinter dir. Oben gefällt es mir besser, weil können wir runterspringen. Und die war doch irgendwo Arznei. Ich weiß nicht mehr wo. Oh, es tut mir leid. Niemand liebt mich. Es wird aber emotional hier. Was ist mit dem los? So. Wow! Hey, Medikamente. So mit Steroiden vollgepumpt, da kann man ja nur aushalten, ne? Das ist ekelhaft. Wo hast du noch was? Boah, ist das ekelhaft. Super Schuss. Was? Ja, yo. Jetzt habe ich alles gesehen.
Ethan, hier lang. Nutzt das Serum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Ohne Scheiß, das ist so eine schlechte Idee. Boah. Schön geheilt. Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Aber... Stopp. Wir haben ein Serum für 2,5 Leute. Je nachdem, ob wir infiziert sind oder nicht. Also das war jetzt schon meisterhaft, oder? Muss man sagen. 84. Jack. Bei mir Nähe. Rück der Spinner. Wir wollen ja gut aussehen, ne? Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Was? Nee, was soll ich machen? Moment. Was soll ich denn machen? Mia ist eine doofe Kuh. Ich mag Mia gar nicht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Kamera springt auch schon rüber. Zoe hat uns von Anfang an geholfen. Und sie wollte auch die ganze Zeit geheilt werden. Mia hat uns angegriffen. Und hat Bauchschmerzen. Vielleicht ist sie ja krank und stirbt unterwegs. Mia hat uns den Arm abgesägt. Mit Mia können wir draußen wieder eine Beziehung aufbauen und sind nicht alleine. Aber können nie wieder zusehen, wie sie ein Messer in die Hand nimmt. Ihr könnt nur mit Plastikbesteck essen. Unser Leben lang nur Campingbesteck. Ihr ladet eure Eltern ein zum besten Weihnachtsessen. Die köstlichste Gans liegt auf dem Tisch. Und ihr müsst das Fleisch mit einem Plastikmesser durchschneiden. No way. Nein. Tut mir leid. Wirklich. Aber Zoe kann uns beide in Sicherheit führen. Und dann komme ich zu dir zurück. Geh. Ich will es nicht hören. Geht schon, ihr beiden. Ja. Geh. Oh, oh. Oh, oh. Mein Platz ist hier. Bei ihr. Mach dich nicht lächerlich. Du vergisst. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Geh weg! Ich schicke Hilfe. Danke. Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Ich auch nicht. Wir nützen ihrem Zustand niemandem. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Du hast wohl recht. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Mia kam mit Evelyn her. So hat es angefangen. Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Dort. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen.
Oh, was zum... Damit sind sie gekommen? Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Was zur Hölle war das? Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Nein, nein, Evie, bitte. Zoe? Evie. Zoe? Zoe! Was zum Teufel? Oh, Scheiße. Mami, hier lang. Nein, nein, bitte nein. Ja, okay. Sind wir jetzt damals oder sind wir jetzt? Seltsame Flasche. Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten. Scheint wichtig zu sein. Hä? Okay, ich bin jetzt überfragt. Sind wir jetzt in der Vergangenheit oder sind wir jetzt in der Gegenwart? Ja, okay, so ist... tot oder so. Und wo ist Ethan? Ich verstehe jetzt gerade die zeitliche Einordnung nicht. Ihr müsst eigentlich in der Vergangenheit sein. Also sozusagen, nachdem Ethan damit dem Boot aufgefahren ist. Würde ich jetzt interpretieren, weil es ist ja jetzt kein Tape. Zeitsprünge so zusammenhangslos waren bis jetzt noch nicht. Oder es ist ein Tape. Und sie hat ja so komische Wie gefragt. Aber das Mami war gerade Evelyn. Und wir haben Evelyn ja hier... Wir haben so lange durchgehalten. Ist er jetzt tot? Hat die mitgenommen? Oder ist das Ethan da unten? Ich hoffe, die hat ihn mitgenommen. Also, wir sind zeitlich nachdem. Sie ist da gerade irgendwie aufgewacht. Das Boot war auch auf der Zeichnung von Evelyn. Wisst ihr noch? Im Zimmer? Oben? Mit dem Puppenhaus? Dass wir jetzt wirklich nochmal Mia spielen. Hätten wir Mia ausgewählt, würden wir jetzt Zoe spielen? Muss doch. Hä? Klar. Taschenlampe, immer dabei. Ja, das war jetzt echt übel, ne? Der Ursprung der Krankheit. Mia hat sie gebracht. Wegen Mia sind die Bakers wahrscheinlich, wenn Zoe recht hat. Das sieht in den Innenräumen, sieht das Spiel so verdammt gut aus. Keine Flashbacks, bitte. Was war das? Ein Flashback, wie gesagt. Boah, ist echt übel gerade. Das Spiel macht gerade so ein Salto um sich selbst, merkt ihr das? Wow! Ist da Ethan auch drin vielleicht? Boah. Jetzt ist trotzdem die große Frage. Mia kam mit Evelyn vom Boot zum Anwesen. Haben sie die Krankheit mitgebracht oder war die Krankheit schon im Anwesen? Ich bin gerade echt verwirrt, das würde mich echt interessieren.
zum Teufel redest du? Sie hat sich alle umgebracht. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt's hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Oh. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Ist die Klappe offen? Nee, ist klar. Sie hat sie alle umgebracht. Evelyn, Mia. Warum denn kein Jumpscare? Wäre gerade die Möglichkeit gewesen, ne? Momentan legt das Spiel sehr viel Wert auf Story, merkt ihr das? Das ist unglaublich gerade. Wie gut das alles aussieht, ne? Wenn man doch versucht, echte gute Handlung zu erzählen, das überrascht mich richtig. Crewliste: Captain Ed Garley, Chefingenieur Paul Fitzgerald, Erstoffizier Giovanni Finetti, Zweitoffizier Clark, Arzt Gerald Weddle. Nichts von Mia, nichts von Evelyn. Sie ist nicht mein Kind. Hat das Mia geschrieben? Alter Schwede. Er muss sich für etwas versteckt haben. Ja, dass hier unten Leben rauskommt, hat ja gut funktioniert. Ich hab's schon gesehen, keine Sorge. Sie ist in mir, sie ist in jedem. Evelyn. Evelyn ist die Krankheit, ich bleib dabei. War sie in Mia oder war Mia schwanger mit ihr oder was? Wie soll ich das verstehen? Was sind das da für Kanister da oben drauf? Haben die hier irgendwie den Virus transportiert? LNG-Tanker Annabelle, gebaut 1987, Tragfähigkeit 71.000 DWT, Länge 289 Meter. Hier wurde irgendeine Flüssigkeit transportiert. Welche das da? Oder ist das Öl und das... Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Würdet ihr hinterhergehen? Ja, natürlich, ne? Erinnerst du dich? Sah ein bisschen aus wie Mia selbst, oder? Finde ich jetzt. Mich hat das extrem an Mia erinnert. Welchen Ehering oder sowas? Aber wie gut das aussieht. Ich liebe ja die Handanimation, das Handaussehen in dem Spiel. Das sieht richtig gut aus. Was? Warte! Was? Warum warte? Bitte! Nix bitte!
denke mir schon die ganze Zeit, juhu, keine Waffen, keine Heilungsmittel, dann müssen wir nicht kämpfen. Eine Kiste. Wir bekommen irgendwo noch eine Waffe. Bestimmt die Axt. Aus der Demo und aus dem Anfang vom Spiel. Der Waschraum.